Zweite Alternative, Kicke. Und wir spüren diese Radikalität. Wir spüren die konkreten Pläne. Wir sehen die gesamte Vernetzung auch dieser FPÖ in Rechtsextreme, in Staatsumstürzler, die diese Demokratie ablehnen. Und natürlich beginnt, so wie wir es schon erlebt haben, mit strukturierten Angriffen gegenüber der demokratischen Institution, das Duell, das wir ausrufen. Und ihr habt das, glaube ich, gespürt und viele Millionen Menschen auch letzte Woche, wo wir es einem endlich einmal ins Gesicht sagen können haben. Das Duell ist Demokratie, das sind wir gegen Herbert Kickl und die FPÖ. Die einzige Kraft. Ich bin Patriot, stolzer Patriot. Ich bin stolz auf diese demokratische Republik Österreich. Und da steht der Kickl und der FPÖ, die diese Demokratie gefährden, diese Republik nicht mehr erkennbar machen, wenn sie endlich irgendwann an die Macht kommen. Das werden wir verhindern. Als einzige Kraft in diesem Land. Als starke Sozialdemokratie. Als starke Sozialdemokratie. Die SPÖ in diesem Punkt. Sie sind nicht stark. Sie verstecken uns hinter ihren eigenen Kanälen. Sie trauen sich ja nicht in die öffentlichen Diskussionen. Sie trauen sich dann nicht einmal ins Gesicht schauen, weil sie wissen, dass sie nicht die Kraft dieser Demokratie, unseren Stolz auf unser Land, hintanhalten können. Weil sie wissen, sie haben mit einer mächtigen Sozialdemokratie zu tun. Meine Vorgänger, eure Vorvorgänger, was die Sozialdemokratie bereit ist zu kämpfen für diese demokratische Republik, zweimal in der österreichischen Geschichte, unter blutigen Opfer, unter Repression, unter Verfolgung, hat die SPÖ diese Republik maßgeblich mit aufgebaut. Und wir werden sie jetzt schützen. Vor jedem Angriff. Vor jedem Angriff. Jedem Einzelnen am Tag 1 in die Augen schauen können und ein Versprechen abgeben. Dein Leben wird besser werden, wenn die Sozialdemokratie aufbricht mit unseren Menschen in diesem Land. Ein herzliches Glück auf.